Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Henning Behn von der Next Automotive GmbH. Der Titel meiner Präsentation: Second Life Mobility. Darauf werde ich also jetzt innerhalb der nächsten 30 bis 40 Minuten einmal genauer eingehen, was wir darunter verstehen und was unser Gedanke und Beitrag ist für die Mobilität von heute und von morgen. Schauen wir als erstes einmal auf die Automobilwelt, wie wir sie heute sehen. Als Beispiel hier der neue Opel Astra, also auch ein Elektrofahrzeug, ein weiteres Elektrofahrzeug, was den Markt erobern soll. Im Moment werden wir geradezu zugeschüttet von den Automobilherstellern mit immer wieder neuen Modellen und meistens sind es Elektrofahrzeuge, die in den Vordergrund gerückt werden. Und es scheint so, als hätte es endlich einen Durchbruch gegeben, dass der Individualverkehr umweltverträglich geworden ist, indem er nämlich CO2-neutral und emissionsfrei vonstatten geht. Zumindest ist es das, was uns die Automobilhersteller auch schon in den Werbungen und Präsentationen versprechen und wo sie uns tatsächlich mit locken wollen, natürlich auch. Schließlich sollen wir ja ihre Produkte auch kaufen. Und tatsächlich werden beim Verkauf eines Autos auch immer Emotionen mit verkauft. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema, der wichtigste Grund, warum man sich überhaupt dazu entscheidet, sich ein Neufahrzeug zu kaufen. Das ist einmal das Aussehen, die Emotion, das Neue, das wie aus dem Ei gepellte sozusagen, das Saubere, das Frische, das alles kommt damit. Und das ist natürlich bei den Elektrofahrzeugen umso mehr vorhanden. Man sieht hier auch das Bild, da ist das mittlerweile, wird der Wald im Hintergrund nicht mehr abgebildet als Motiv. Das ist hier ein ganz klarer, sauberer Raum. Man kann förmlich riechen, dass es nach nichts riecht, außer nach einem neuen Fahrzeug. Das Ganze ist so ein bisschen Show, wie das so bei vielen Produkten ist, aber auch gerade in der Automobilbranche ist sehr viel Show dahinter. Wenn wir jetzt einfach mal den Vorhang lüften an dieser Stelle, dann sehen wir, was nötig ist, um solche Fahrzeuge für uns bereitzustellen und unseren Hunger nach immer wieder neuen Fahrzeugen stillen zu können. Das ist das VW-Werk in Wolfsburg und auch nur ein kleiner Teil davon. Ich wollte das ja hinter dem Vorhang verstecken. Ich musste also links und rechts etwas abschneiden. Und kleiner Fun-Fact nebenbei: Das VW-Werk in Wolfsburg gehört nicht nur zu den 10 größten Fabriken weltweit, sondern es ist tatsächlich die größte Fabrik auf der gesamten Welt. Die hätte man vielleicht eher irgendwo in China angesiedelt, gedanklich, aber nein, sie ist tatsächlich im kleinen, beschaulichen Wolfsburg. Und unter den 10 größten Fabriken weltweit befinden sich 6 Automobilhersteller. Das heißt, man sieht deutlich, dass also das Thema Auto in der Industrie eins der wichtigsten ist, eins, was die Industrie mit am meisten fordert. Und das sind nur die großen Fabriken. Da hängen natürlich noch die ganzen Zuliefererindustrie dran, bis hin zu den Fabriken, die die Materialien letztendlich bereitstellen müssen. Hatte gerade schon gesagt, man versucht uns bei unseren Emotionen zu packen, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Und das Hauptargument ist häufig die bessere Umweltverträglichkeit. Da schließt man jetzt nicht sofort auf eine Emotion, die dahinter steckt. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir uns etwas kaufen oder etwas gönnen wollen, was ein Stück weit auch Luxus ist, dann tun wir das natürlich besonders gerne, wenn wir im Hintergrund noch haben, dass das Ganze ja auch der Umwelt hilft. Um Gottes Willen wollen wir ja jetzt gerade nicht der Umwelt schaden, sondern wir sagen: Mann, toll, es gibt jetzt ein neues Fahrzeug, das ist so und so viel besser als das, was ich davor hatte. Zumindest steht das in dem Prospekt drin. Na, dann will ich mal nicht so sein, dann gebe ich mein Geld mal dafür aus. So, und das ist immer schon so gewesen, ob das jetzt die Einführung der Katalysatoren waren oder die verbesserten Verbrennungsmotoren, Diesel, Benzin. Jetzt ist Diesel ganz schlecht, jetzt ist Benzin wieder gut. Oh nee, wir haben den Elektromotor. Wir werden also immer wieder aufgefordert, etwas für die Umwelt zu tun. Und spielen wir das jetzt einfach mal durch. Ich sage ja, ich möchte ein neues Fahrzeug haben und jetzt muss das jemand für mich produzieren. Und das Produzieren dieses Fahrzeugs verbraucht alleine schon mal 20.000 Kilowattstunden an Energie. Um das mal einzuordnen, ein Einfamilienhaus mit 4 Personen, da haben wir einen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden, was ja auch irgendwo eine große Zahl ist, aber bedeutet jetzt halt in dem Fall 5 Jahre Stromverbrauch stecken an Energiemenge in einem Neufahrzeug, was dann vor dem Einfamilienhaus dann wahrscheinlich geparkt wird. Zusätzlich haben wir natürlich CO2, was anfällt bei der Produktion. 5 bis 10 Tonnen kann man sich vielleicht auch
nicht so viel drunter vorstellen, es sei denn, man beschäftigt sich ein bisschen damit. Es gibt ja dieses sogenannte CO2-Budget, was uns jetzt in diesem oder nächsten Jahr wahrscheinlich sogar zugestanden wird konkret. Da redet man im Moment irgendwie über 2,7, 2,5 Tonnen pro Kopf und pro Jahr. Und das bedeutet, dass wir 2 bis 4 Jahre unseres CO2-Budgets schon verbraucht haben, bevor das Auto überhaupt bei uns ist. Also während es produziert wurde, wurde von uns 2 bis 4 Jahre CO2-Budget verbraucht. Das heißt, die nächsten 2 bis 4 Jahre leben wir auf Pump, weil schließlich haben wir auch sonst, fällt ja durch unser reines Leben schon CO2 an. Genau, nicht zu vergessen, die Ressourcen, die da drin stecken. So ein Auto wiegt ja was und das alleine, mehr als 2 Tonnen, steckt da dann an Material drin. Und das wandelt sich irgendwann um, auch wenn es etwas länger dauert und durch einige Hände geht und vielleicht in andere Länder. Aber irgendwann haben wir hier 2 Tonnen Müll oder ja Schrott und Müll schlichtweg. Und auch da mal wieder der Vergleich pro Kopf. Produzieren wir in Deutschland so circa 400, 450 Kilogramm Müll. Das heißt, auch hier sind es 4 Jahre Müll, die in so einem Fahrzeug drinstecken. Wenn man sich das mal vorstellt, man würde jetzt 4 Jahre lang seinen Müll nicht in die Tonne werfen, sondern in den Vorgarten. Und der Berg, der dann da steht, vielleicht etwas zusammengepresst und komprimiert, ist dann letztendlich das, was wir zusätzlich produzieren, wenn wir uns so ein Fahrzeug kaufen. Ups, jetzt war ich etwas zu schnell. Da sollte eigentlich noch was kommen. Na egal, kann ich auch so erzählen. Wir wollen ja jetzt trotzdem die 50 Millionen Pkw, die wir in Deutschland haben, auf Verbrennungsmotor irgendwie umrüsten auf Elektroantrieb. Und anscheinend ist das keine Lösung. Wenn wir sagen, wir machen jetzt sukzessive, schmeißen wir die alten Autos weg, die mit Verbrennungsmotor, und ersetzen sie durch neue Elektrofahrzeuge, weil wir offensichtlich damit auch der Umwelt einen großen Schaden zufügen. Und deswegen gibt es eben diese Idee, diese Second Life Mobility. Es wäre ja toll, wenn wir das Verbrennungsfahrzeug nehmen könnten und es mehr oder weniger umwandeln in ein Elektrofahrzeug. Das heißt, ein vollelektrisches Antriebskonzept erhalten, die graue Energie, die in dem Fahrzeug schon drin steckt, nicht verschwenden, nicht wegschmeißen, sondern weiter erhalten. Keine weitere Verschwendung von Ressourcen, die zu der Herstellung nötig sind. Wir vermeiden auch Reparaturen und Wartung, weil einfach ein elektrisches Fahrzeug wesentlich wartungsärmer ist als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Und nicht zuletzt haben wir ja von unserem Fahrzeug eine wesentlich höhere Lebensdauer und letztendlich haben wir einen Werterhalt unseres Fahrzeugs. Jetzt sieht das hier sehr einfach aus, so wie eine Zaubermaschine. Das Auto fährt rein und kommt nagelneu und verbessert raus. Ganz so einfach ist es nicht. Und wir haben auch diese Zaubermaschine nicht erfunden. Aber wir haben diese Idee dahinter, dieses Transformieren eines gebrauchten Fahrzeugs in ein neues Antriebskonzept haben wir durchdacht und auch umgesetzt. Das will ich jetzt einmal weiter erläutern. Wir haben also hier ein Gebrauchtfahrzeug mit Verbrennungsmotor elektrifiziert. Bedeutet, wir nehmen ein gebrauchtes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, in dem Fall war es ein Dieselmotor, im besten Fall sogar mit Motorschaden, das heißt, dass das Fahrzeug theoretisch tatsächlich am Ende seines Lebens angekommen ist. Dann bauen wir diesen Dieselmotor aus, zusätzlich noch alle Teile, die wir nicht mehr brauchen, der Tank, Auspuff, das ist ja dann alles Schnee von gestern. Wir bauen den Elektromotor ein, brauchen dafür natürlich ein paar neue Komponenten, die wir entwickeln mussten. Die Akkus entsprechend auch, da finden wir Platz im Unterboden des Fahrzeugs. Und am Schluss, das ist ein Teil Kosmetik, ein Teil Werterhalt, werden Teile des Fahrzeugs, die verschlissen sind, alt sind, verrostet sind, kaputt sind, ersetzt durch neue Teile. Aber alles in allem immer mit Blick auf die Nachhaltigkeit, sprich, dass wir also die Teile möglichst aus Überproduktion besorgen oder auch Gebrauchteile, die wir da einbauen, statt dass wir sagen, wir schmeißen jetzt auch ganz viel weg und bauen da irgendwas Neues ein und das andere wird alles verschrottet. Wir versuchten auch immer, die Teile direkt dann noch weiter zu verkaufen. Auch der Motor ging dann noch an eine weitere Hand. Der hat den dann noch wieder überholt und tatsächlich weiter verwendet. So. Und mit diesem Konzept ist es tatsächlich möglich, ein elektrisches Fahrzeug letztendlich ja auf die Straße zu bringen, ohne diese ganzen Verschwendung von Ressourcen und Energie, was ich vorhin angesprochen habe, dabei entstehen zu lassen. Ja, ich komme noch einmal jetzt zum Anfang sozusagen zurück, wer wir eigentlich sind, die Next Automotive. Wir haben uns 2019 gegründet, eben mit dieser Idee,
Gebrauchtfahrzeuge zu elektrifizieren und umzurüsten zu neuen Fahrzeugen mit Elektromotor. Wir, das ist einmal der Part von Next Engineering, das ist ein Ingenieurbüro, wo ich geschäftsführender Gesellschafter bin. Wir machen seit 6 Jahren jetzt in der Konstellation, sind wir im Flugzeugbau unterwegs und machen dort Manufacturing Engineering, nennt sich das. Das ist schlichtweg eine Art Sonderkategorie vom Maschinenbau. Also wir kümmern uns um Werkzeuge, Tools, Vorrichtungen, Fertigungsstraßen, allerlei und nichts Spezielles. Der zweite Part ist Saga und Deus. Da hat der Nick Zippel, den haben wir eben schon gehört. Genau, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und irgendwann im privaten Bereich haben wir uns halt zusammengetan und gesagt, Mensch, da muss man mal was machen. Ne? Dann haben wir quasi den Karosseriekonstrukteur, den Flugzeugbauer und den Umweltingenieur in einen Topf geschmissen und rausgekommen ist die Next Automotive GmbH. Und damit versuchen wir jetzt unsere Idee, also das heißt, man kann nicht sagen, dass es unsere Idee ist, das haben andere auch schon gemacht, mit großem Erfolg, Fahrzeuge umgerüstet vom Verbrennungsmotor auf den Elektroantrieb. Wir wollen das jedoch noch ein kleines bisschen weiter treiben, nämlich, dass das nicht nur eine Einzelanfertigung ist, sondern eine Kleinserie und auch möglich ist für Kfz-Werkstätten, sowas vielleicht in einer Kleinserie umzusetzen. Da komme ich aber gleich noch drauf, und das ist ja das, was auch schon angekündigt wurde, der Blick in die Werkstatt. Da gucken wir gleich mal rein und da kann man das genauer sehen. Genau, wir kommen aus dem Flugzeugbau. Kurzer Sprung zurück, das ist jetzt schon etliche Jahre her. Da haben wir bei der A380 die elektrische Installation im Flugzeug selbst gemacht. Die meisten werden wissen, das gab ein paar Probleme bei der A380, gerade in Hamburg, mit der Kabine und der Kabinenelektrik. Und da war ich dann auch schon mit dem Marcel Retzak unterwegs und wir haben zusammen im Flugzeug diese Probleme gelöst, die es da mit der Elektrik gab. So, das ist im Prinzip mittlerweile sehr, sehr, sehr verhasst, zumindest denke ich mal auch in der Zielgruppe, wo wir uns jetzt hier heute bewegen. Das Fliegen allgemein, Flugzeuge sind schlichtweg die großen Umweltsünder. Aber, und da konnte ich auch Nick irgendwann überzeugen, es gibt ein paar Seiten daran, die schlichtweg auch in den Automobilbau oder in andere Produkte Einzug gewähren könnten. Ich gehe noch mal einmal so ein bisschen drauf ein, was wir bei der Next Engineering gemacht haben, damit man so ein bisschen sieht, wo wir herkommen und wie wir auch denken. Wir haben also hier, das sieht man, 6 Beispiele von Konstruktionen aus dem Bereich Manufacturing Engineering. Das geht von einfachen Tools über Anlagen, Bühnen und Zugänge. Wir haben sogar mal ein Transportmittel, sprich einen Trailer gebaut, der halt für den Transport von Leitwerken von Stade nach Finkenwerder gebraucht wurde. Dann klassischer Formbau. Wieder ganz anders ist als der Rest, den wir hier sehen. Da geht es um sehr hohe Genauigkeiten im hundertstel Millimeterbereich und letztendlich Prüfstände unten rechts, ja, was eigentlich tatsächlich sehr, sehr klassischer Maschinenbau ist. Genau. Und aus dem Flugzeugbau haben wir eine Idee mitgenommen, kann man sagen. Das ist das Refurbishing, was da Standard ist eigentlich im Flugzeugbau. Und zwar sieht man hier oben in der Ecke, das ist eine A340-300, die so gar nicht mehr gebaut wird heutzutage. Die ist da auf dem Foto jetzt 16 Jahre alt und die wurde 2019 nochmal komplett erneuert. Refurbishing nennt man das im Flugzeugbau. Da wird die komplette Kabine rausgerissen, die meisten Kabel werden erneuert oder zumindest kontrolliert, ob sie denn noch jetzt weitere 16 Jahre mitmachen. Triebwerke kommt häufig vor, dass man neue nimmt, eben auch wegen der Effizienz. Es gibt mittlerweile dann wahrscheinlich bessere Triebwerke als vor 4, 5, 10 Jahren, wann auch immer die letzten drunter kamen. Fahrwerk wird häufiger neu gemacht, nicht erst alle 16 Jahre, aber im Cockpit werden Komponenten ausgetauscht, teilweise ergänzt. Und so kriegt man eigentlich nach 16 Jahren ein neues Flugzeug. Wir würden also, wenn wir da einsteigen, kaum sehen, dass das eben 16 Jahre alt ist. Es erscheint wesentlich neuer. Aber es wird eine unheimlich große Menge an grauer Energie und an Ressourcen erhalten, die man eben nicht wegschmeißt, um ein neues und stattdessen ein neues Flugzeug für sich bestellt.
Das ist eben auch der Unterschied genau zwischen dem Flugzeugbau und dem Fahrzeugbau. Ich habe das jetzt vorhin schon angesprochen. Im Fahrzeugbau geht es sehr stark um Emotionen von Privatpersonen. Wenn wir jetzt mal rein den Individualverkehr uns anschauen, das ist beim Flugzeugbau komplett anders. Da staunen zwar auch die Leute, wenn sie die A380 fliegen sehen, aber es geht eigentlich in erster Linie darum, es ist ein Transportmittel, was ökonomisch passen muss. Sprich, es muss Gewinn einfahren. Und es macht keinen Sinn, ein Flugzeug wegzuschmeißen oder zu verschrotten, obwohl es noch fliegen könnte, wenn man eben diese Maßnahmen ergreift, weil man halt sagt, es muss sich rechnen, das Ganze. So, das ist jetzt natürlich ein anderer Ansatz als den, den wir verfolgen. Wir sagen, okay, das Ökonomische daran schön und gut, aber wir wollen es ja ökologisch haben. Das heißt, wenn wir diesen Ansatz übertragen aufs Auto und damit halt die graue Energie und die Ressourcen einsparen gegenüber Verschrotten und Neufahrzeug, dann haben wir also zusätzlich vielleicht zu einem ökonomischen Ansatz, den wir aber, wie gesagt, beiseite räumen, einen sehr stark geprägten ökologischen Ansatz, dieses Second-Life-Konzept, also dieses Second-Life-Mobility, genau, indem wir halt dieses Refurbishing auch beim Fahrzeug umsetzen. So, dann will ich da einmal kurz drauf eingehen, wie wir das gemacht haben. Ich habe ja ein bisschen angerissen, woher wir kommen, also aus dem Flugzeugbau. Nick hat das vorhin auch schon erwähnt. Sprich, wir sind nicht die klassische Kfz-Werkstatt, die jetzt dahin geht mit einem Schweißgerät und einer Flex und den Motor da vorne irgendwie einbaut, sondern wir haben das Ganze erstmal sehr theoretisch erschlossen, sprich konstruktiv. Wir haben als erstes, wir haben uns das Fahrzeug halt besorgt, das ist wie gesagt ein Gebrauchtfahrzeug mit Motorschaden, 350.000 Kilometer hatte das schon auf dem Tacho. Und dann sind wir erstmal dabei gegangen und haben den Bauraum, wo also dieser Elektromotor und die Komponenten später eingebaut werden sollen, haben wir mit einem 3D-Scanner erfasst, weil doberweise gibt es jetzt ja nicht die ganzen Bauunterlagen oder die CAD-Modelle von VW kostenlos mit dem Fahrzeug dazu. Die lassen sich da ungern in die Karten gucken. Dann mussten wir halt also den Bauraum erfassen mit so einem 3D-Scanner. Das sehen wir aber gleich auch noch live, wie sowas geht. Dann haben wir die Neuteile in diesen Bauraum reinkonstruiert. Dazu war erstmal so ein sogenanntes Packaging erforderlich. Das bedeutet, dass man die Bauteile, die man da einbringen muss oder möchte, sprich der Elektromotor, die Halterung für den Motor, die Batterien, die Box für die Steuerelektronik und so weiter und so fort, die haben wir alle erzeugt in diesem 3D-System, was man da auch im Hintergrund auf dem Bild sieht, und haben sie dann halt platziert entsprechend in dem Bauraum, den wir vorher erfasst haben. Genau, das Ganze, nachdem das entwickelt wurde und eingebaut wurde, beziehungsweise teilweise noch bevor das gebaut wurde, haben wir das alles feinst säuberlich dokumentiert, den Bauzustand, um halt dann auch in Zukunft bei der Zulassung immer letztendlich der Dokumentationspflicht nachzukommen oder halt auch, wenn wir das Fahrzeug reproduzieren wollen, dass wir dann halt schnell alles beisammen haben und dann immer wieder viele Teile werden tatsächlich direkt aus dem Computer oder mit dem Computer, also aus dem CAD-System bestellt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Blechbiegeteil, was wir auch gleich noch sehen, dann nimmt man das direkt aus diesem 3D-Programm, schickt das einer Fabrik, sagen wir mal, einem Hersteller in der Nähe von Bremen, und innerhalb von einer Woche hat man das fertige Teil dann bei sich, ein Blechbiegeteil aus Aluminium oder Edelstahl oder sonst etwas. Und um das natürlich immer wieder machen zu können, macht das Sinn, und es ist quasi erforderlich, dass man das fein säuberlich alles dokumentiert und weiß auch, welches Teil man wie wo verbaut hat. Genau, was noch natürlich toll ist, wenn wir das so im konstruktiven Ansatz betrachten, was wir hier auch sehen, das ist ein Rendering da, das Bild. Das heißt, das Fahrzeug an der Stelle gab es das noch nicht. Wir können also schon vorher sagen, wie das Fahrzeug am Ende aussehen soll mit der Lackierung und so weiter und so fort. Gut, jetzt nochmal einmal ganz kurz als letzten Punkt, bevor wir dann tatsächlich auch in die Werkstatt gucken. Die Besonderheit unseres Systems, was wir uns überlegt haben. Ich hatte das schon angesprochen, wir wollen das nicht für uns behalten. Wir wollen vielmehr, dass diese Elektrifizierung möglich ist durch Privatpersonen, aber ebenso, und das ist fast unsere Hauptzielgruppe, durch Kfz-Werkstätten, die in Zukunft unsere Module kaufen können und dann für deren Kunden letztendlich in diesem Fall ein T5 oder T6 umbauen können auf Elektromotor. Und das muss natürlich A, schnell vonstatten gehen. Die können das nicht rechtfertigen, dass das Fahrzeug da 4 Wochen steht, weil sie irgendwie noch was rumprobieren müssen.
Und zweitens muss es natürlich ja, kostengünstig sein, das Ganze. Und drittens halt so weit vorbereitet und professionell, dass es auch eine gewisse Zuverlässigkeit bietet. Insofern haben wir unsere Komponenten modular aufgebaut. Das kennt man aus der Automobilindustrie ja schon seit langem, dass also die Module als Türmodul oder irgendwelche Module im Motorraum fertig vom Zulieferer ans Band geliefert werden und dann halt nur noch eingebaut werden und 2, 3 Stecker gesteckt und dann war es das. Und ähnlich haben wir es jetzt auch aufgebaut. Wir haben also jetzt hier sieht man das Motormodul, da ist der Elektromotor schon dran, mit dem Getriebe schon, das alte Getriebe wäre dann da dran und oben der, ja, die Steuerelektronik in der Box drin. Und das Ganze ist auf einem Aggregateträger befestigt, sozusagen einem zusätzlichen Aggregateträger, sodass das Fahrzeug, was dann gebracht wird vom Kunden, da wird einfach der Motorraum leer gemacht und dieses Teil wird zugeliefert und dann von unten in das Fahrzeug eingesetzt mit dem zusätzlichen Aggregateträger, der dann ja ersetzt wird. Und dann ist das eigentlich schon fast fertig, müssen noch 2, 3 Stecker gesteckt werden und dann hat man das. So, das Gleiche mit dem Akkumodul, das soll auch so eine Art Plug-and-Play sein. Deswegen war es auch ganz wichtig, dass wir diesen Bauraum erfasst haben von diesem, ja, T5 war es jetzt, um halt zu gucken, dass wir die Aufhängepunkte nehmen, die im Fahrzeug schon vorhanden sind. Wir wollten also nirgendwo noch zusätzliche Löcher bohren oder Sachen anschweißen, sondern wir haben immer das genommen, was im Fahrzeug schon vorhanden war. Sei es die Punkte, an denen der Dieselmotor befestigt war, die haben wir wieder verwendet oder jetzt hier im Unterboden Aufhängepunkte vom Tank und vom Auspuff, das haben wir alles wieder verwendet. Was dann ja auch mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit bei jedem weiteren T5 so vorhanden ist. Sprich, man kann direkt unsere Module nehmen und sie an einen beliebigen T5 so verbauen. Genau. Ja, bis vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierhin muss ich sagen, weil jetzt schalten wir, wenn das alles klappt, ich hoffe das, dann muss ich einmal jetzt erstes Mal meine Bildschirmpräsentation zu Ende bringen. Und dann, Marcel, bist du da? Ja, wir hören euch. Hören euch, sehen euch noch nicht. Da bist du. Sehr schön. Ja. Okay, willkommen bei uns in unserer kleinen Werkstatt. Wir sind hier in der Prototypenwerkstatt von Next. Und wir zeigen euch einmal heute einen Teil unserer Komponenten, die wir verbauen, um einmal einen Einblick zu geben, wie komplex das ganze System ist und wie schnell es eigentlich auch funktioniert. Hier haben wir als erstes unsere Box. Genau, da, hier drin ist die Leistungselektronik verbaut. Das ist jetzt gerade ein System für einen Doppelmotor. Das heißt, wir haben 2 Leistungselektroniken von den Motoren, 2 Sicherungsstecker, ganz klar. Und wie ihr sehen könnt, sind die Boxen komplett schon mit Steckern vorkonfektioniert. Was hier jetzt noch fehlt in dem ganzen System, sind die elektrischen Leitungen. Die werden jetzt im nächsten Schritt erst noch fertig gemacht. Das heißt, diese Box ist noch nicht auslieferungsfertig. Das ist jetzt als Beispiel gedacht, damit ihr einmal seht, wie sowas bei uns ausschaut. Die gesamte Box wird am Ende vom Kunden nur über Plug and Play gesteckt. Alles ist vorkonfektioniert, vordrahtet und fertig getestet. Also diese Boxen werden komplett einbaufertig von uns ausgeliefert. Dann haben wir als zweites zum Beispiel unser Frontend-Modul, so nennen wir das. Dieses Modul enthält die Ladegeräte, dann Komponenten wie DC-DC-Wandler und Unterdruckpumpe für das Bremssystem. Auch hier ist wieder alles schon mit Steckern vorkonfektioniert und wird am Ende einfach nur nach Anschlussplan, den wir mitliefern, vom Kunden zusammengedrahtet. Das hier ist ein Beispiel von einem Motor. Das ist jetzt in diesem Set gerade der Motor, der verbaut wird. Das ist der Doppelmotor mit 110 kW. Genau. Wir werden Ihnen einmal zeigen, wie wir dieses System einbauen. Oder besser gesagt, ich werde es jetzt mit meinen Kollegen einmal schnell installieren. Und in der Zwischenzeit gebe ich einmal rüber zu meinem Kollegen, der Ihnen kurz zeigt, wie wir den Bauraum erfassen mit unserem 3D-Scanner. Ja, moin erstmal. Genau, wie der Henning eben schon gesagt hat.
Entschuldigung, Piotr, du bist nicht mehr, du hast irgendwie stumm geschaltet. Mach mal dein Mikro bitte wieder an. So, geht's wieder? Gut. Ja, also fange ich nochmal an. Was machen wir hier eigentlich? Wie Henning eben schon gesagt hat, wir müssen ja den Bauraum scannen. Und da müssen wir Vorarbeiten treffen. Wir müssen den Motor ausbauen. Wir müssen alle Komponenten entfernen, die mit dem Verbrennungsmotor zu tun haben. Genau, und wenn das dann passiert ist, dann wird für den Scanvorgang wird der Motorraum vorbereitet, sprich hier werden überall Positionierungspunkte aufgeklebt, damit der Scanner dann anschließend auch den Raum für sich entdecken kann, so kann man sagen, damit er sich dann zurechtfindet. Und was machen wir dann? Wir nehmen hier diesen Raum dann, erfassen ihn, damit wir dann hinterher unsere Konstruktion an dieses Fahrzeug oder an jegliches Fahrzeug anpassen können. Genau, ich demonstriere mal eben, wie das funktioniert. Das ist hier einmal der Handyscan, das sehen wir genau hier vorne. Und da lege ich jetzt mal los. Und dann machen wir mal einen Schwenk auf den Bildschirm, den ich jetzt hier sehe. Und das sind die Daten, die dann erfasst werden. Und hier ist es auch ganz wichtig, welche Daten erfassen wir hier eigentlich. Ja? Also, wir haben hier den Längsträger mit der Motoraufhängung, die schon vorhanden ist. Dann haben wir hier den Dom, wo die Federbeine drin sitzen, die Spritzwand. Das ist ganz wichtig für uns, denn das sind alles die Maximalabmessungen vom Motorraum, die wir dann anschließend für unser Package, wie Henning schon gesagt hat, benötigen, um hier dann hinterher unsere Bauteile platzieren zu können. Genau, und ganz wichtig, wie gesagt, sind hier diese Befestigungspunkte, wie man hier auf dem Bildschirm jetzt gerade sieht, diesen Dom, weil da wird hinterher unser Motor dran befestigt. Genau, und das machen wir dann an den wirklich wichtigen Punkten am Fahrzeug, um hinterher bestmöglich alles schon vorkonstruieren zu können und dann ausleiten zu können, wie die ganzen Metallhalter etc. Genau. Und dann werden wir davon Zeichnungen anfertigen und alles dokumentieren, so dass dann alles auch gut nachvollziehbar ist. Genau, das ist ganz in der Automobilindustrie wird das auch exakt so gemacht mit den Scan-Systemen. Das ist modernste Mittel, die hier verwendet werden. Das ist alles so bekannt und wir arbeiten auch damit. Ja, übrigens kann ich da vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, was der Piotr da gerade aufnimmt. Am Bild, was wir da gerade sehen. Ich meine, vielleicht schwenkst du noch mal einmal aufs Fahrzeug selbst. Man sieht leider nicht ganz so viel. Vielleicht zeige ich gleich noch mal in der Präsentation, wie dann letztendlich so ein Endergebnis aussehen kann. Genau, es sieht ein bisschen interessanter aus, auch wenn es auch nur rot flackert. Also was wir hier sehen, Kenner haben es vielleicht schon erkannt, das ist der Audi A2. Das ist unser nächstes Zielfahrzeug, was wir uns vornehmen. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, aber vielleicht nicht so richtig deutlich gemacht. Wir stürzen uns nicht auf alle Fahrzeuge, die uns auf den Hof gesetzt werden, sondern letztendlich, jetzt sieht man wieder nur mich, ne? Das ist doof, also dann muss ich einmal leise sein. Piotr, sag noch mal was. Hallo, hört ihr mich? So, jetzt hat man immerhin wieder zwischendurch einen kleinen Einblick bekommen in das Fahrzeug, was man da sieht. Also das ist der A2. Ist ein bisschen doof hier, wenn ich rede, dann sieht man wieder nur mich im Video und nicht mehr das Video von aus der Werkstatt, aber ich bin gleich wieder leise und dann geht es weiter. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir spezialisieren uns eben nicht auf Fahrzeuge jeglicher Art, sondern wir gucken, was sind Fahrzeuge, die Sinn machen, in die Zukunft getragen zu werden. Das ist für uns der T5 und der T6, der zwar ein enormes Eigengewicht mitbringt, was vielleicht eigentlich eher nachteilig ist für einen Elektroantrieb, auf der anderen Seite eine sehr hohe Nutzlast hat. Und wenn man ihn ausreichend mit Personen bestückt, dann ist es auch definitiv
ein schöner Wirkungsgrad letztendlich. Aber es ist definitiv ein Kultfahrzeug und hat sehr viele Anhänger, die ja dieses Fahrzeug auch behalten können. Und wenn man sich anguckt, was in Zukunft kommt, VW plant mit diesem E-Bus da ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Ich bin gespannt, ob sie es wirklich so tun, wie er jetzt angekündigt wird. Es weicht doch deutlich ab von seinen Vorgängern. Und auch im Preis mit 90.000 Euro, was jetzt so angedacht ist, ist das sicherlich ein Hammer, den sich einfach nicht jeder leisten kann und gerade speziell aus der Bulli-Community. Deswegen haben wir gesagt, wir sind selber Fans von diesem Auto und wollen das erhalten und elektrifizieren und deswegen haben wir uns das vorgenommen. Plus wir haben einen riesen Raum unter dem Fahrzeug, um eben unsere Akkus unterzubringen. Und das Gleiche mit dem A2 ist auch damals ein Zukunftsträger gewesen, als der entwickelt wurde. Weiß ich noch, da habe ich Fahrzeugtechnik studiert, da kamen die damit ganz stolz an die Hochschule und haben uns das gezeigt. Und gibt leider nicht mehr allzu viele davon. Wir hoffen, möglichst viele davon zu erhalten und dann halt auch elektrisch in Zukunft auf die Straße zu bringen. So, jetzt können wir aber wieder zurück. Marcel, seid ihr da fertig? Wolltest du das jetzt zeigen? Ja, wir sind dann eigentlich soweit. Genau, so sieht das Ganze dann am Ende installiert aus. Könnt ihr das sehen? Wir haben dann hier vorne, wie gesagt, das eben schon gezeigte Frontend-Modul, der am Schlossträger und an der vorderen Crashbox befestigt ist. Wir haben die Leistungselektronik und genau. Und darunter, unter der Leistungselektronik befindet sich der Elektromotor. Auch hier sieht man jetzt wunderbar, dass man halt die Stecker, die wir halt vorgesehen haben, perfekt stecken kann und dass die Werkstätten, die wir ansprechen wollen, relativ schnell in das System hineinkommen und auch das System schnell installieren können. Das war es dann von unserer Seite. Ich glaube, wir sind zeitlich auch ganz gut dabei, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es die eine oder andere Frage gleich im Anschluss. Ich würde vielleicht noch dann einmal kurz was schauen, dass ich nochmal, ja, ich kann das vielleicht nochmal ein bisschen, wo ist denn jetzt wieder? Genau, müsste man jetzt wieder sehen. Ja, also das nochmal ein bisschen klarstellen, was wir da gerade gesehen haben. Letztendlich ist es sehr beeindruckend, das sicherlich auch mal dann in Teilen zu sehen und nicht immer nur in Screenshots. Aber Screenshots haben den Vorteil, dass man eben genau das zeigen kann, was man zeigen möchte. Also wir sehen jetzt hier nochmal einen Blick ins Fahrzeug, wie das letztendlich nachher ausgerüstet ist. Das ist der N1 noch, jetzt sind wir bei der Entwicklung des N2. Und ich habe jetzt gerade im Chat gab es eine Frage auch, wie viele Fahrzeuge wir denn schon zugelassen haben. Da gehe ich jetzt mal direkt drauf ein. Also ich will da keinen Schaum schlagen. Tatsächlich ist es erst eins. Also der N1 ist das einzige Fahrzeug, was komplett final entwickelt und zugelassen ist, was der Nick Zippel auch fährt mit jetzt 30.000 Kilometern. Weil wir aber festgestellt haben, dass das jetzt, also das Zulassen selbst ist nicht die Schwierigkeit. Das ist jetzt nicht das, was die Herausforderung ist. Wir haben gesagt, wir haben so viel gelernt bei der Entwicklung und dem Zusammenbau oder der Fertigstellung des ersten Fahrzeugs, dass wir sofort alle unsere Erkenntnisse in ein neues, zweites Fahrzeug stecken wollten. Und das haben wir dann im Anschluss getan, sofort die Entwicklung gestartet für den N2, wie wir ihn jetzt intern nennen, dass wir einfach schlichtweg noch einen ganzen Haufen Zeit gebraucht haben, um jetzt uns nochmal wieder komplett zu sammeln. Wir mussten alles nochmal von vorne denken, aufnehmen, auch ein anderes Getriebe war da vor Ort, mussten wir also alles noch ein bisschen anpassen und das hat sehr viel Zeit gebraucht, leider, oder aber auch gut, weil so sind wir sicher, dass wir jetzt tatsächlich, wenn wir das Produkt jetzt zur Verfügung stellen und das ist jetzt dann bald soweit und das planen wir sehr bald, dann haben wir ein besseres Gefühl schlichtweg, weil wir schon die zweite sehr intensive Gedankenrunde gegangen sind. Also das als Antwort auf die eine Frage, die ich gesehen habe, es ist leider erst eins, ich wünsche, ich könnte hunderte sagen, das wirkt dann sehr überzeugend. Aber das ist, wie gesagt, dem geschuldet, dass wir eben diese Entwicklung
diese lange Entwicklung für das nächste Fahrzeug noch durchmachen wollten, um ein besseres Produkt zu erhalten. Und das, der N2 ist jetzt sehr kurz davor, dass der dann halt auch zugelassen wird. Und da kann ich an dieser Stelle schon mal anregen, er wird also sehr dicht auch in unserem Firmenumfeld bleiben. Und das bedeutet, wenn jemand Interesse hat, den mal auszuprobieren, sich den anzuschauen, einfach gerne uns schreiben. Meine Mailadresse kann man vielleicht im Chat auch nochmal schreiben, henning.behn@next.de, next mit AE, aber das sieht man jetzt ja hier überall, kann man mich anschreiben, einen von uns anschreiben, auf unserer Homepage gucken, gibt es auch ein Kontaktformular und dann gerne vorbeikommen, weil es ist wirklich ein besonderes Gefühl, ein Multivan, ein Transporter, den man sonst so gar nicht kennt, den kennt man eigentlich nur mit nadelndem Dieselmotor, dass man den einfach mal voll elektrisch fährt und Nick ist, schwärmt ja auch immer, wenn ich ihn sehe, von seinem Auto. Also es ist wirklich, man muss das mal live erlebt haben. So. Und da kann ich jedem nur zu einladen, einfach uns anschreiben. Genau, jetzt, ich zeige das nochmal. Das ist jetzt der Vorgänger, was wir eben gesehen haben, noch einmal, wie gesagt, als Screenshots. Das macht es noch einmal ein bisschen deutlicher. Das ist der Vorgänger von dem, den wir eben gesehen haben, mit der einen Sicherung. Jetzt haben wir zwei, weil wir zwei Stromkreise haben letztendlich. Mit dem alten Motor noch. Der nächste hat ein bisschen mehr Power. Genau, das ist also, wie gesagt, wir nennen das liebevoll Next-Kompensator. Weiß jeder, woher es kommt. Das ist zurück in die Zukunft. Der Fluxkompensator. Wir sagen Next-Kompensator, weil wir halt die CO2-Emission kompensieren wollen oder die Entstehung von CO2. Wollen wir kompensieren mit unserem Next-Kompensator. Genau, das ist auch noch ein altes, Jahre alt, also das ist das erste Version unserer Akkumodule, da haben wir noch einen anderen Akkutyp verwendet, auch das war ein Grund für uns zu sagen, oh, wir müssen innehalten, wir glauben nicht unbedingt daran, dass wir jetzt, dass das die Technologie ist, die wir jetzt die nächsten Jahre mit uns tragen wollen, wir haben dann, wie gesagt, andere Akkus, da ist Nick vorhin auch schon drauf eingegangen, bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen oder dass wir sie kaufen dürfen. Und die verwenden wir jetzt in unserem Fahrzeug. Die sind wesentlich flacher und kostengünstiger und. Also da fahren wir deutlich besser und mussten das auch, mussten da für uns einfach diesen Schritt gehen. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir da seit 6 Jahren uns auch keine Fehler verzeihen können in dem Business, in dem wir unterwegs sind und da dann auch eher sagen, Achtung, nochmal zurück auf Null, wir fangen nochmal an und machen ein etwas Besseres. Obwohl man sieht, dass das ja auch schon alles sehr hoch entwickelt war, soweit wie wir da waren. Aber jetzt, wie gesagt, ist es nochmal alles eine Nummer besser. Genau, das Lademodul ist fast so geblieben. Wir haben das Packaging da nochmal ein bisschen angepasst. Aber das ist tatsächlich das, was wir auch gerade gesehen haben. Aber das ist jetzt, wird jetzt auch nochmal leicht überarbeitet und dann verwendet. Das, was ich vorhin ansprach, diese Teile, die kommen aus diesem Werk oder diesem Zulieferer nahe Bremen, der uns die Teile biegt, das ist tatsächlich dieses Blechteil, was wir hier im Hintergrund sehen. Also das wird in unserem CAD-Programm CATIA verwenden wir, wird das alles so passgenau geformt und realisiert. Und dann geht das so als Datei, wer sich auskennt, ist eine Step-Datei, die da hochgeladen wird und dann kriegen wir innerhalb von einer Woche, wenn wir es wollen, wenn wir etwas länger warten können, wird es etwas günstiger und dann kriegen wir dieses Blechteil so zugeliefert und wir sind selber immer überrascht, wie toll das alles passt. So. Ja, hier nochmal das Scan, genau, das hatte Jotte vorhin, das hatte ich eigentlich mit ihm abgesprochen, dass ich das in CATIA nochmal dann zeige, aber das ist sehr aufwendig und da wollte ich nichts riskieren, dass dann mein Programm abstürzt oder was auch immer. Sieht man aber ja hier auf den Fotos im Prinzip, haben wir damals hier das Getriebe gescannt, das ist das, was Piotr gerade gemacht hat. Daraus entsteht dann so ein Modell, das hat man eben ja auch erkannt, dieses Blau, das ist das, was er dann in seinem Computer in der Vorschau schon hatte und das können wir dann umwandeln und haben das dann in unserem CAD-Programm, wie man das jetzt hier sieht, also das sind bis auf die Reifen ist das hier ein komplett 3D gescanntes Modell von dem letzten T5. Auch den Dieselmotor, den haben wir damals mitgescannt, da ging es nicht darum, weil den brauchten wir nicht, den haben wir verkauft, aber da ging es eben genau um die Aufnahmepunkte, hier ist einer, da hinten ist einer und einer, den kann man jetzt nicht sehen, um die halt zu bekommen, um zu sagen, an der Stelle wollen wir auch unseren Elektromotor mit Halterahmen letztendlich befestigen. So, genau, nochmal ganz kurz die Evolutionsstufe, ich habe das schon angesprochen,
Also der erste, ein Unikat, den Nick jetzt fahren darf. Wir hatten eigentlich vor, den dann gleich in einer kleineren Stückzahl aufzulegen, haben uns dann das anders überlegt und gesagt, nee, wir wollen etwas mehr Leistung haben. Wir sind bei 96 Volt allerdings geblieben, aber sind von 50 kW auf 110 kW gegangen. Man sieht, der Motor ist der gleiche, glaubt man. Es ist der gleiche Bauraum des Motors, aber der ist doppelt gewickelt. Deswegen auch überall diese doppelten Systeme, die wir dafür brauchen. Letztendlich zwei Sicherungen, alles zweimal, die Stecker sind alle doppelt da und so weiter und so fort. Und dafür mussten wir natürlich alles andere auch ein bisschen anpassen, damit das halt trotzdem reinpasst. Genau, und dann hatten wir, ein Tick zu schnell, ist die nächste Stufe schon, die schon in unseren Köpfen ist, aber jetzt müssen wir tatsächlich auch mal irgendwie sehen, dass wir uns auf den jetzt entwickelten konzentrieren und den durch möglichst viele Zulassungen bringen. Aber das ist schon eine weitere Idee, weil aktuell, vielleicht wird die Frage auch kommen, dann beantworte ich sie jetzt gleich direkt, verwenden wir das Getriebe weiter von dem Fahrzeug. Also wir nehmen den Dieselmotor ab an der Trennstelle zum Getriebe. Die Kupplung wird weiterverwendet, allerdings überholt und quasi unser Elektromotor flanscht an das vorhandene Getriebe an. Das fragen immer viele, warum macht ihr das? Ihr bräuchtet es doch nicht. Ja, stimmt, bräuchten wir nicht. Es ist in dem Moment jetzt erstmal ein Schritt, wo man sagt, okay, das Getriebe, das bis da, ab dahin funktioniert ja alles in dem Fahrzeug. Wir ersetzen also jetzt das Getriebe nicht, sondern gehen mit unserem Motor daran und haben dadurch eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Weil das ja, wie gesagt, ab da ist ja alles Altfahrzeug sozusagen, ab da kann nichts mehr schiefgehen. Plus tatsächlich ist es so, dass die Motoren etwas besser fahren, wenn man doch noch schaltet, also wenn man eben nicht wenn man nicht den zweiten Gang festsetzt und damit dann halt über die Bandbreite fährt, sondern wenn man halt, sagen wir mal, im ersten, zweiten anfährt und dann irgendwann nochmal den dritten schaltet. Viel mehr braucht man dann auch nicht. Und der Rückwärtsgang ist natürlich auch noch darüber realisiert. Das ist im Moment nichts Unübliches. Das ist also bei vielen Umbauten wird das so gemacht. Das ist jetzt auch keine mangelhafte Lösung oder so. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, es hat eine sehr hohe Standfestigkeit, weil das Getriebe halt bewährt ist. Und der ganze Antriebsstrang, der danach kommt, insofern ist das unserer Meinung nach auch eine sehr gute Lösung. Nichtsdestotrotz haben wir hier rechts schon einen Motor, der ein Getriebe auch schon dran hat. Aber das ist alles im Moment noch Zukunftsmusik. Da müssen wir erst ein bisschen weiter erforschen, wie der sich wirklich verhält. Da haben wir jetzt erste Kontakte geknüpft zu dem Hersteller. Es ist also ein Getriebemotor, also ein Motor, der in einer gewissen Übersetzung dreht und dann konstant letztendlich aber auch so fährt, ohne dass man ein Getriebe braucht. Und der hat natürlich dann wieder eine andere Steuerbox und so weiter und dann würde die ganze Konstruktionsarbeit müsste dann zumindest für diesen Bereich nochmal von vorne gehen. Also das ist jetzt von vorne losgehen schön. Das ist also das, was wir jetzt haben und im Prinzip könnte ich jetzt hier einen Kasten drum machen in die Mitte, dann ist es das, was wir jetzt gerade kurz davor sind zu erreichen und wo wir dann halt auch möglichst viele Fahrzeuge mit umrüsten wollen mit diesem System. Ja, das ist ein bisschen was zu lesen, das lasse ich jetzt mal raus. Höchstens komme ich da nochmal drauf zurück, wenn konkrete Fragen sind. Ansonsten wäre ich jetzt nämlich fertig